Wir nutzen die App zu verschiedenen Möglichkeiten. Das sind einmal Dinge wie schwere Unfälle oder Staus, die natürlich interessant sind für unsere Zuschauer. Wir nutzen sie aber auch bei einfach positiven, geplanten Dingen, wie zum Beispiel Feuerwerke, irgendwelche Feste oder auch Auslosungen, die wir machen. Wir kamen damals auf die Idee, wo wir junge Fotografen waren. Wir waren gerade aus dem Studium draußen. Ist nicht so lang her, auch wenn ich einen Bart habe. Ist noch nicht so lang her. Und wir hatten das Problem, dass es zu viele Fotografen gibt und wir nicht wussten, wie sollen wir als junge Fotografen da reinkommen? Und das war im Endeffekt unsere Idee, zu sagen, okay, wir haben Live-Content, professionell, gibt's so noch nicht. Sicherlich ist die App der richtige Übertragungsweg, wenn es um Ereignisse geht, bei denen der Nutzer gerne dabei sein möchte. Und wenn es auch wirklich darauf ankommt, was in dieser Sekunde passiert, wer macht was, wenn es um einen Verkehrsunfall geht, wenn es irgendwo brennt oder wenn ein Star kommt, ins Hotel geht, aus dem Hotel rausgeht, dann ist es sicherlich der richtige Übertragungsweg auf diese Weise. Und dann kommen aber auch die rechtlichen Probleme. Wir fragen uns immer, warum sollte unser Zuschauer jetzt das Ganze live sehen? Wann interessiert es die Menschen, was gerade in diesem Moment passiert? Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der A3 im Stau stehe, im Feierabendverkehr, gucke ich drauf, möchte ich wissen, wie lang ist dieser Stau, woran liegt's? Und dann eben einen Reporter auf der Autobahnbrücke zu haben, der live berichtet und sagt, der Stau ist wegen einem Unfall und schauen Sie sich an, so lang ist der Stau und dazu noch Tipps gibt, Umleitungstipps, sozusagen wie Radio, das eben Verkehrsmeldungen macht, nur noch eben mit dem Vorteil, dass man ein bewegtes Bild dazu hat. Die App wird gerade in dem Bereich wichtig sein, wenn man sagt, okay, ich habe vielleicht Fotografen vor Ort oder will wirklich qualitativen Content in der Live-Berichterstattung mit aufnehmen. Und bevor man jetzt die Fotografen von Punkt A nach Punkt B laufen lässt, nimmt man halt einfach unsere App und überträgt das Ganze. Auf jeden Fall muss man bei den rechtlichen Sachen natürlich je nach dem Fall gucken. Bei Unfällen ist es besonders wichtig, eben diese typischen Regeln wie Kennzeichen nicht zu zeigen, Menschen nicht zu zeigen, beteiligt oder irgendwie auf einem Firmenwagen kein Firmenlogo erkennbar zu machen. Na, aus meiner Sicht geht es vor allem um das Recht am eigenen Bild. Sobald man ja mit der Kamera unterwegs ist, geht es um das Recht am eigenen Bild, das ist das Persönlichkeitsrecht. Und da muss man sehr, sehr aufpassen, dass man dieses Recht nicht verletzt, weil es Ansprüche desjenigen auslöst, der eben dann im Bild zu sehen ist, gerade wenn er identifizierbar ist. Und das zweite Thema ist das Urheberrecht. Wenn man etwas filmt und im Hintergrund kommt zum Beispiel Musik, also man filmt aus dem Konzert direkt heraus, man streamt aus dem Konzert. Das ist sicherlich urheberrechtlich sehr, sehr problematisch, weil man streamt ja, während im Hintergrund die Musik läuft.